Hast du Schilddrüsenprobleme und dadurch an Gewicht zugenommen? Und tust du dir seither schwer beim Abnehmen und suchst verzweifelt nach einer Lösung? Dann solltest du dir folgenden Interviewausschnitt mit der Ärztin und funktionellen Medizinerin Dr. Simone Koch anschauen. Sie ist Expertin für hormonelle Erkrankungen und hat erfolgreich abgenommen, trotz ihrer eigenen Hashimoto-Erkrankung. Und sie hat auch ein extra Programm zum Abnehmen für andere Betroffene ins Leben gerufen. Mit Dr. Simone Koch hat Susanne Goldau gesprochen. Sie ist selbst von Hashimoto und Autoimmunerkrankungen betroffen und hat aufgrund dessen vor einigen Jahren das Medomio-Gesundheitsportal gemeinsam mit anderen gegründet. Neue spannende Videos gibt es hier mehrmals pro Woche. Abonniere doch unseren Kanal hier und bleibe informiert. Und nun viel Freude mit den folgenden ganz tollen Infos. Wenn ich zum Beispiel mit normalen Berechnungen und so Weight Watchers mache oder Brigitte-Diät oder irgendwas, dann kann es halt sein, dass ich 0, gar nichts abnehme, weil diese Stoffwechselreduktion von 5 bis 10%, die Schilddrüsenpatienten oft immer mit sich rumtragen, hier nicht berücksichtigt wird. Und dass es nichts ist frustrierender, als sich wirklich streng an eine Diät zu halten und es passiert gar nichts. Und das führt halt irgendwann zu so einer starken Resignation, dass man einfach sagt, ach, ist egal. Also bei mir war das auch so. Ich habe halt irgendwann akzeptiert und gesagt, okay, ich bin jetzt halt eine Pummelhummel, ich muss da einfach mit leben. Und so, wir lassen das jetzt mal so. Und insofern, ja, also das ist halt ganz doll frustrierend und das ist da ein Punkt. Und dann bietet natürlich wenn man sowieso schon eine Ernährungsumstellung macht, bietet das halt eine Chance, auch da ranzugehen, dass man die verschiedenen anderen entzündlichen Prozesse, die bei Autoimmunerkrankungen eine Rolle spielen, mit angeht und versucht im Rahmen so einer Diät rauszufinden, welche Stoffe sind für mich Trigger, die eine Steigerung des entzündlichen Potenzials hervorrufen und damit eben auch wieder, das ist der wesentliche Teil, Appetitsteigerung. Also es kann halt sein, dass also ich bin ganz stark glutensensitiv und ich habe davon diverseste Symptome, aber ein Symptom ist eben auch, dass durch die starke Entzündungsreaktion, die das bei mir und in meinem Darm auslöst, ich dann Heißhungerattacken kriege, die ich halt quasi überhaupt nicht mehr bewältigen kann. Und das ist halt auch was, was man im Rahmen dieses Programms für sich ermitteln kann. Welche Sachen führen dazu, dass ich nicht mehr so esse, wie ich eigentlich essen sollte? Und das ist super hilfreich. Also es kann ja sein, ich halte mich irgendwie an eine Brigitte-Diät, die irgendwie super restriktiv ist und eigentlich wäre das von der Energiegehalt und so. Okay, aber da sind Sachen drin, die für mich ganz stark entzündungstriggernd sind und die dazu führen, dass zum einen mein Körper sich an bestimmten Sachen festhält, wie zum Beispiel Wasser, was halt auch dann auf der Waage so aussehen kann, als nehme ich gar nichts ab. Und dazu führt, dass ich dann vielleicht nachts dann doch über die Schokoladenpackung herfalle, weil ich es einfach nicht aushalten kann, dieses starke Hungergefühl und so weiter. Ja, also das sind so Punkte, die ich finde, die sehr wichtig sind, die dazu mit drin sein sollten. Ganz, ganz wichtiger Punkt ist eben auch diese Berücksichtigung, dass ja, Autoimmunerkrankte nicht so ticken und nicht so funktionieren wie vollständig Gesunde. Also wie kann ich mir dann diesen Kurs genau vorstellen? Also sozusagen, wie viel Zeit muss ich dafür pro Woche aufwenden? Was findet in dieser Zeit statt? Geht es da mehr darum, auch zu lernen, wie koche ich, was esse ich? Oder geht es wirklich darum, Sport zu machen? Oder ja, wie sind die Inhalte? Ach ja, Sport habe ich jetzt noch gar nicht so gesagt, das versuche ich dann jetzt ein bisschen mit einfließen zu lassen, warum das auch noch speziell ist. Ja, also ist wochenweise aufgebaut. Wir haben auf 12 Wochen ausgelegt. Es gibt ja ganz oft so Kurse, die gehen dann 5 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen immer versprechen. Man soll in der Zeit, wer weiß was, erreichen. Ich habe absichtlich 12 Wochen gewählt, also ein Vierteljahr, weil ich denke, bestimmte Sachen brauchen einfach Zeit und die Zeit sollte man sich auch geben. Dann, ja, essenstechnisch, also ich finde, aber ich koche halt auch gut und kann auch schnell und gut kochen, also sehr stark eigentlich darauf ausgelegt, dass alle Rezepte sehr schnell umzusetzen sind, wenig Zeit erfordern und auch bei jemandem, der berufstätig ist und vielleicht Kinder hat und so weiter, gut umsetzbar sind. Also eigentlich nichts von den Rezepten dauert in der Zubereitung länger als 20 Minuten. Das ist so ein bisschen so die Idee dabei, dass man nicht so wahnsinnig viel Aufwand damit hat. Man muss aber sagen, wir haben immer mal wieder Teilnehmer, die vorher nie gekocht haben, also gar nicht und einfach nur Sachen aufgewärmt haben und die empfinden die Umstellung, 2, 3 Mal am Tag in der Küche zu stehen, als immens und halt auch ziemlich stressig.
Aber auch da finde ich wichtig, es gehört meiner Meinung nach zur Behandlung einer Autoimmunerkrankung dazu, auf eine vernünftige, gesunde und vor allen Dingen auch frische Ernährung zu achten und dahin zu kommen, weg von Convenient-Produkten, weg von industriell verarbeiteten Produkten, weil die sind einfach für Menschen mit Autoimmunerkrankungen der Teufel. Und auch das soll der Kurs so ein bisschen leisten, das zu unterrichten. Was sollte ich essen und wie kann ich auch mit einfachen Mitteln dahin kommen? Super ist natürlich, wenn man alles irgendwie biologisch einkauft. Ich finde aber, man kann auch, wenn man einfach nicht so ein dickes Portemonnaie hat, wenn man auf bestimmte Sachen achtet, das auch mit normalen Produkten sehr gut hinkriegen. Ja, also so ist das aufgebaut. Es gibt immer Lektionen zu verschiedenen Sachen, einfach auch allgemeines Wissen, also viel über Hashimoto selbst, über Hashimoto und Gewichtsabnahme, beziehungsweise über Autoimmunerkrankungen. Eigentlich der Kurs ist speziell schon auch für Schilddrüse ausgerichtet, richtet sich aber auch an Menschen mit allen anderen Arten von Autoimmunerkrankungen. Darüber gibt es sehr, sehr viel Input und halt eben auch zu Sport gibt es sehr, sehr viel Input. Sport, bin ich der Meinung, also weil die Nebenniere oft rumspinnt, sollten Menschen mit Autoimmunerkrankungen eher keinen Ausdauersport treiben, weil Ausdauersport sehr, sehr anstrengend für die Nebenniere ist und die Nebenniere nochmal ganz stark pusht. Und meistens gibt es sowieso schon ein Problem mit Überproduktion von Cortisol zu verschiedensten Zeiten. Plus es gibt oft ein Problem mit dem Abbau von Stresshormonen aus dem Katecholaminbereich, also Adrenalin und Noradrenalin. Und Schilddrüsenerkrankungen oder Autoimmunerkrankungen im Allgemeinen gehen mit einem Muskelverlust einher, mit einer Cachexie. Das ist so in etwa meistens ein Muskelmasseverlust von ungefähr 10 Kilo im Rahmen der Erkrankung. Das ist auch was, was viele merken, dass sie so weich und schlabbrig irgendwie werden. Oft kriegt man hier so einen Knubbel am Hals, also im Übergang vom Hals zum Rücken, was ist auch ein Zeichen für bestimmte hormonelle Verschiebungen sind im Cortisolbereich und für einen Muskelmasseverlust. Und also deswegen ist in dem Programm mit beinhaltet Krafttraining als wesentliche Einheit. Und das ist auch das, was ich jedem mit einer Autoimmunerkrankung, der für sich selbst was tun will, absolut empfehlen kann. Echtes, tatsächliches Krafttraining. Und da nicht mit Sporty, sondern, Entschuldigung, Franchise-Nehmer von Miss Sporty, aber es ist einfach nicht anstrengend genug, sondern wirklich halt meiner Meinung nach Training mit der Langhantel. Warum? Langhanteltraining beinhaltet immer den gesamten Körper. Also völlig egal, was ich mit der Langhantel tun will. Ich muss wirklich von den Zehenspitzen bis zum Scheitel, muss ich alles anspannen, um die Langhantel adäquat bewegen zu können. Und das ist was dem erkrankten Organismus wahnsinnig gut tut, weil der ganze Sehnenapparat, der Knochenapparat und eben die Muskulatur belastet wird und es kommt einfach in diesem ganzen Bereich zu Verlusten. Ja, und dann könnte ich jetzt noch ganz lange darüber reden, welche Einflüsse das auf die Mitochondrien und auf den Energiestoffwechsel und so hat, aber ich glaube, das geht jetzt zu weit und da reden bestimmt im Rahmen des Kongresses noch andere viel drüber, über Mitochondrien und ATP und all diese ganzen Geschichten. Also das heißt, für die 3 Monate bekomme ich sozusagen für jeden Tag Rezepte, was ich koche und dann noch, also habe ich es richtig verstanden? Nein, also das ist halt auch, also es gibt einen Plan für jeden, wo halt drinsteht, was er essen soll, aber es gibt dann immer für die jeweiligen Phasen ein Rezeptbuch, aus dem man sich was aussuchen kann, die auf den Zutaten, die man in den jeweiligen Phasen bekommt, basieren. Warum haben wir das so gemacht? Wie wird das bemängelt? Also das ist so was, was viele wünschen sich, dass sie wirklich einen Plan kriegen, ist morgens das, mittags das, abends das und zwar genau so und kocht das so und so nach. Ich finde, das hilft einem für 12 Wochen, aber danach, also klar kann man die Rezepte dann weiterhin benutzen, aber danach steht man wieder irgendwie da und hat nicht gelernt, wie koche ich alleine, was tut mir wirklich gut, wie kann ich mein Leben weiterhin führen. Und das ist halt meine Idee auch dabei, zu erlernen, welche Zutaten sind grundsätzlich ganz gut für mich. Also deswegen gibt es halt so Angaben wie eine Tasse Gemüse aus dem Bereich grünes Blattgemüse. Und was ich da mag und was ich da essen will, das kann ich mir dann selber überlegen. Oder ich benutze halt eins von den Rezepten aus dem Rezeptbuch. Aber das finde ich halt wichtig, rauszufinden und auch loszugehen im Supermarkt. Hey, was ist denn alles grünes Blattgemüse und was kann man damit alles kochen? Also wer hat das letzte Mal was mit Kohlrabi-Blättern gekocht oder so? Also das ist halt was die meisten irgendwie nicht tun und dass man da eben so ein bisschen ja ein Gespür für kriegt und Ideen für kriegt, was tut mir gut, womit fühle ich mich wohl und was ist für mich individuell das, was für mich wichtig und richtig ist. Und deswegen sind das halt auch so Eliminationsphasen. Also in der ersten Phase ist es wirklich das Autoimmunprotokoll, also wo die Nachtschatten raus sind, Nüsse raus sind, Saaten raus sind, Getreide komplett raus, dass Milchprodukte raus sind, dass man versucht, alles Entzündliche zu eliminieren und dann wird in der Phase 2 auf Paleo gewechselt, da aber
peu à peu eingeführt, also jeder für sich. Und dann werden nachher nach und nach Pseudogetreide und Milchprodukte wieder mit eingeführt. Zum Teil auch Getreidearten, sodass jeder für sich ausprobieren kann, was ist für mich eventuell ein Trigger, wodurch merke ich vielleicht Heißhunger, Schmerzen, Unverträglichkeitssymptome und so weiter. Und wer nicht das Geld hat, um sich eine große Diagnostik in dem Bereich zu leisten, die wirklich beträchtlich ist, also ich finde es immer toll und besser, wenn man wirklich individuell für sich rausfindet, was sind meine Trigger, weil das ist super unterschiedlich, AIP ist super, Paleo ist super, aber es ist halt eben auch extrem restriktiv und sehr, sehr ja, stressig zum Teil einfach auch. Und es kann halt auch sein, dass ganz viele Sachen davon gar nicht nötig sind. Also, dass es völlig okay ist, Reis zu essen oder irgendwie sowas, wenn das halt überhaupt nicht mein Trigger ist. Und da soll das Programm halt auch helfen, da hinzufinden, was ist meine individuelle Ernährung, mit der ich mich wohlfühle und die für meine Erkrankung am besten ist. Und dadurch, finde ich, lernt man über sich selbst auch nochmal ganz, ganz, ganz viel und kommt damit rein. Und die Idee und das Ziel ist, dass man nach den 12 Wochen so viel über sich gelernt hat, um halt auch langfristig deutlich gesünder, in seiner Erkrankung stabiler und besser und schlanker zu bleiben. Das war's mit dem heutigen Video. Möchtest du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren? In unserem Kanal findest du viele weitere informative Videos. Abonnier doch unseren Kanal. Hinterlasse uns auch gerne Kommentare und teile deine Erfahrungen mit diesem Thema. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Bis zum nächsten Video. Tschüss!